Und damit, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Serie. Und wie ihr am Titel schon unschwer erkennen könnt, beginnen wir heute mit Command & Conquer 1. Alarmstufe Rot. Und zwar der Retro-Teil, nicht das Remake. Ich spiele das Original noch von damals. Nachdem wir ja das Original Command & Conquer mit Alarm, mit der Ausnahmezustand jetzt durchgespielt hatten, letzte Folge. Jetzt heute logischerweise weiter mit dem nächsten Teil. Ich hatte kurz auf Wikipedia geguckt, Alarmstufe Rot war auch tatsächlich der, der als nächstes rauskam. Deswegen werden wir den auch spielen. Ich werde das jetzt erstmal starten, dass wir wieder ingame sind. Es kann leider sein, dass es etwas laut ist. Deswegen entschuldigt schon mal, falls jetzt im Intro euch die Ohren wegfliegen. Ihr müsst da gucken, dass ihr ein bisschen die Lautstärke anpasst. Das wird, sobald wir ingame sind, wird die Lautstärke dann passen. Aber wir starten mal das Spiel und genießen ein wenig den Retro-Flair. Ohne Remake, wie gesagt. Ja, riesengroßes Intro. Ich weiß. Macht mich nicht fertig dafür, dass es nur so ein kurzes, kleines Intro war. Ich wollte ganz kurz einmal auf Wikipedia nebenbei. Ich habe aber gerade das Falsche aufgemacht. Warte, es geht sofort los. Derzeit könnt ihr ein wenig das Menü hier genießen. Das hat einen Grund, warum ich auf Wikipedia gehe. Und zwar, wir spielen ja jetzt den zweiten Teil, Alarmstufe Rot. Dazu gibt es zwei Add-ons. Und zwar einmal das Add-on Gegenangriff. Das müsste das hier oben sein. Und einmal das Add-on Gegenschlag. Das müsste das hier unten sein. Ich hoffe, dass diese Missionen in der richtigen Reihenfolge hier ansortiert sind. Und wir in dieser richtigen Reihenfolge spielen werden. Es kam raus 1996. Also tatsächlich noch im gleichen Jahre wie das Add-on für der Tiberium-Konflikt fürs Hauptspiel. Das Hauptspiel kam August 95, das Addon kam April 96 und Alarmstufe Rot kam Oktober 96, also sehr kurz nacheinander. Ihr seht, das ist einfach bloß quasi ein geupdatetes Menü aus dem ersten Teil, hat sich nicht viel verändert. Und ja, Vorschau-Intro lassen wir noch, klicke ich nicht an. Wir starten ein neues Spiel auf den Schwierigkeitsgrad normal. Es gibt endlich Schwierigkeitsgrade. Normal ist halt, denke ich, das Sinnvollste für mich. Und wir werden auch zuerst, wie immer, die Allianz durchspielen. Zuerst die gute Seite. Und dann bin ich mal ruhig und genieße das Intro. Ich habe selber noch kein einziges Mal komplett mehr angeschaut. Commander? Die letzte Übertragung? 9 Uhr Zulu. Seitdem nichts mehr. Vielleicht konnte Einstein fliehen. Nein, General. Dann hätte er sich mittlerweile bei uns gemeldet. Ja. Das hier ist geheim. Weiß ich. Ich habe sie rufen lassen. Aber General, sie ist eine Zivilistin. Darum werde ich ja auch nicht erschossen. Commander, das hier ist Tanya Adams, von Beruf Freiwillige. Sie mischt gern selbst in Cyborg-Schlachten mit. Irgendwo in diesem Forschungslabor halten die Sowjets Albert Einstein gefangen. Wir brauchen ihn hier, sofort. Bringen Sie Tanya rein, damit sie Einstein rausholen kann. Sobald Sie ihn gefunden haben, bringen Sie ihn zurück zur Landezone, damit wir ihn ausfliegen können. Seien Sie vorsichtig. Der Stützpunkt ist schwer befestigt, aber nicht unannehmbar. Die Schwachstelle ist die Energie. Knipsen Sie den Strom aus und nichts wird Sie aufhalten. Viel Glück. So, ab jetzt haut die Lautstärke hin. Und oh Mann, man merkt das deutliche Grafik-Update, was wir hier bekommen. Wunderschön. Ich weiß nicht, was das jetzt für eine Auflösung ist. Ist mir auch egal. Wir sollen Einstein befreien. Und den Stützpunkt hier platt machen. Und ja, er hat schon gesagt, die Schwachstelle ist die Energie. Ich sehe auch eigentlich schon, was wir hier machen sollen. Und zwar wird wahrscheinlich das Beste sein, dass ich hier einmal auf diese Fässer baller. Ich gucke mich nur mal ganz kurz hier um, ob es hier irgendwas Cooles gibt.
was sich für mich lohnt zu klauen. Bestätigt. Sieht so aus und hier ja, oben dann. In Ordnung. Was einem sofort auffällt, ist, bestätigt, dass es grafisch doch ein wenig anders ist. Wir haben hier andere. Der Sammler sieht anders aus. Die Gebäude sehen anders aus. Es ist tatsächlich einfach mal ein komplett anderes Setting. Okay. So, dann ballern wir mal da drauf. Dann müsste hier einiges hochgehen. Mal gucken. Ja, perfekt. Und jetzt wäre die große Preisfrage. Hier Einsatzfahrzeug bestätigt. Was ist? Ist der Energieturm aus? Bestätigt. Verstärkungen sind. Ja, ist er. Was ist? Gut. Dann schnapp ich mich. Oh, habt ihr da etwas gesehen? Ja, Sir. Man kriegt hier ein paar sehr interessante Infos. Ich würde die mal noch rausnehmen. Ja, in Ordnung. Melde mich sofort. Bestätigt. Wir tun ganz kurz hier mal ein bisschen sortieren. So, ihr seid die 3. Ihr seid die 1, du die 2. So, dann mach hier mal das Ding da weg. Und dann versuchen wir hier sofort mal mit ein bisschen Micromanagement. Ich habe leider keine Ahnung, wo genau sich Einstein befinden soll. Ja, Sir, in Ordnung. Da drinnen zufällig? Dürfen wir das Gebäude kaputt machen? Ja. Es geht zumindest kaputt zu machen. Dann speichern wir einmal. Einsatz gespeichert. Einsatz gespeichert. Ja, Sir. In Ordnung. Ja, Sir. In Ordnung. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Melde mich in Ordnung. Ja, Sir. Bestätigt. Ja, so, dann fahrt ihr hier mal. So. Was ist? Tanja läuft mal hier nach hier unten und macht das Gebäude kaputt. Mal gucken, ob der Einstein drinne ist. Bringen Sie Einstein zum Helikopter. Machen wir. Er war tatsächlich hier drinne. Ja, und dann. Gut, einfache erste Mission. Ihr wisst, wie hart die letzten Missionen aus. Warte, bevor ich da jetzt reingehe. Ihr wisst, wie hart die Missionen aus Dingens waren. Aus dem Hauptgame. Von C&C, wie ich mich da angestellt habe. Deswegen bin ich jetzt hier gerade mal nicht böse, dass es am Anfang etwas leichter ist. Obwohl ich etwas verwundert bin, wie leicht es doch ist. Okay, wir schicken den mal weg. Machen hier jetzt den Rest kaputt. Ist die Mission damit jetzt abgeschlossen? Also ich kann die nicht steuern, die machen alles von alleine. Ja, alles klar, perfekt, gut. Wieder eine viel zu laute Zwischensequenz, es tut mir leid. Ihr werdet euch dran gewöhnen müssen. Ihr habt 2 Einheiten verloren? Naja, die Zivilisten wahrscheinlich. Ja. Bestenliste, Platz 1 logischerweise. Aber wir haben wieder eine coole Karte. Okay, dahin. Die sowjetischen Angriffe haben sich schon verzehnfacht. Wir haben einfach nicht genug Truppen, um Stalins Armeen an jeder Front zu bekämpfen. Commander? Das war gute Arbeit, wie Sie Einstein für uns befreit haben. Jetzt zählen wir erneut auf Sie. Die Roten haben einen der Gebirgspässe gesperrt, die wir als Nachschubroute benutzen. Ein Konvoi von der 434. soll da in ein paar Stunden durchkommen. Und die Rohstoffe, die er transportiert, sind in dieser Gefechtszone unersetzlich. Nikos, was haben wir in dieser G-Zone, was wir einsetzen können? Nicht viel. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Sie werden damit auskommen müssen. Ohne das Material können wir bald keine neuen Kampfroboter mehr bauen, also räumen Sie den Pass frei. Los jetzt! Einsatzzeit beginnt. Verstärkungen sind eingetroffen. Mit Timer oben. Eieiei. Okay, wir können eine Base bauen. Sogar von ganz alleine. Oh, perfekt. Sind eingetroffen. Jawohl, jawohl. Sofort. Gut.
Dann, ja, du gehst kurz hier oben scouten. Konstruktion abgeschlossen. Verstärkungen sind eingetroffen. Erzraffinerie. Wird gebaut. Melde mich, bestätige. Das muss ich, eigentlich muss ich jetzt als erstes scouten gehen. Sofort. In Ordnung. Und gucken. Ja, Sir. Einheit verloren. Wo hier was ist? In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Verstärkungen sind eingetroffen. Damit ich weiß, ob es überhaupt Sinn macht, was ich hier vorhabe. Hier ein Ordnerzeug. Bestätigt. Und ich muss mal rauskriegen, bestätigt, wo der Pass ist, von dem hier gesprochen wird. In Ordnung. Mach ich die Karte breit. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Melde mich, wie befohlen. Ja, Sir. In Ordnung. Melde mich, wie befohlen. In Ordnung. In Ordnung. Uiuiuiui. Okay, ihr schießt mal da drauf. So, die Erzraffinerie steht gleich. Damit ihr euch einmal dort. Du guckst mal hier unten. Also ich versuche, wie ihr seht, sofort möglichst viel Karteninfos rauszukriegen. So. Das sind unsere Ressourcen, da können wir locker eine zweite Erzraffinerie bauen. Easy. Gut, weiter scouten. Und zurück mit dir. Erwarte Ihre Befehle. Melde mich, melde mich, melde mich, in Ordnung. Den da noch mitnehmen. Aber ein bisschen ist die Steuerung hakelig. Wie ich feststellen muss. Ich bin verwundert, wie viele Verstärkungen wir hier kriegen. Bestätigt. In Ordnung. Nächste Fahrzeug. In Ordnung. Okay. Schaffen wir es, dass die sich hier irgendwo treffen können? In Ordnung. Oder ist das im Bereich des bestätigt nicht Möglichen? Ah, der scheint auf der anderen Seite des Flusses ja, zu sein. In Ordnung. Oh, 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 oh. Ja, Sir. In Ordnung. Bestätigt. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Bestätigt. Okay, ich weiß nicht, ob ich überhaupt bestätigt hier hin muss. Ich würde ja, einmal in Ordnung abgeschlossen bestätigt dorthin fahren. Also die zweite Erzraffinerie kommt hier auch hin. Ihr geht mal dahin. So, brauchen wir Strom? Ja. Da bauen wir noch ein Kraftwerk. Melde mich wie befohlen. Bestätigt. Bestätigt. Er kommt, ihr bleibt abgeschlossen da. So, da kommt das nächste Kraftwerk hin. So, können wir wird gebaut Fahrzeuge bauen? Einheit verloren. Erwarte Ihre Befehle. Bestätigt. Melde mich wie sofort. Ihr dürft wahrscheinlich abgeschlossen wie immer nicht über Erz laufen. So, was da? Bunker, Erzziel, wir können wir nicht. Okay, das heißt, wir müssen eine große Armee aus wird gebaut ganz normalen Einheiten basteln. Bestätigt. Ja. Ihr Einsatz in Ordnung. In Ordnung. Schön, dass du gerade 20 wird Minuten gesagt hast. Kann man hier Warteschlange? Kann man nicht. Es wird bereits gebaut. Einheit bereit. Okay. Räum den Weg für den Konvoi frei. Gut, dann gucken wir mal ganz kurz erstmal hier. Bestätigt. Ob das hier nicht zufällig der Weg ist, den wir erstmal freiräumen sollen. Wo ich die ganze Basis da platt mache. Weil ganz ehrlich, das sieht mir nämlich stark danach aus, als ob das hier der Weg für den Konvoi ist. Und ich die Basis gar nicht unbedingt platt machen muss. Aber eigentlich haben wir so viele Einheiten, dass wir das locker schaffen sollten. Ja, Sir. Meiner Meinung nach. Wird gebaut. Ja, Sir. Verstärkungen sind eingetroffen. Ja, Sir. Ja, Sir. Hier ein Luftfahrzeug. Ja, Sir. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. In Ordnung. Bestätigt. Ja, einfach weg damit. Scheiß drauf. Wird gebaut. Sag mal, Einheit bereit. Wird gebaut. Einheit bereit. Wird gebaut. Dauert überhaupt nicht lange, viele Einheiten davon zu bauen. Ihr wisst doch, dass ich eigentlich kein Fan von vielen Bodentruppen bin. Vielen Bodentruppen und vielen Fußsoldaten. Einheit bereit. Wird gebaut. Aber ich sehe aktuell keine andere Variante, außer möglichst schnell möglichst viel hier zu bauen. Oh, guck mal, du kannst auch noch nach unten kommen. Aber wie viele Einheiten wir hier geschenkt kriegen, das ist so übertrieben. Ja, Sir. In Ordnung. Ihr Einsatzfahrzeug. Bestätigt.
Normalerweise bin ich ja gar nicht so der Fan davon, offensiv zu spielen. Aber ganz ehrlich, wenn ich ein Zeitlimit habe, habe ich irgendwie keine andere Wahl. Und ich finde, man merkt mir viel zu doll an, dass ich zu lange die anderen Teile gespielt habe. Ich rushe hier irgendwie etwas zu leicht durch. Ich hoffe, das wird sich noch ändern in den späteren Teilen. So, Silo. Ja, auch eine Anzeige haben wir. Ich weiß bei den Silos überhaupt nicht, wie voll die sein dürfen. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, wenn ich mit euch mal nach hier unten laufe. Immer die 2, so. Ich glaube nämlich, dass das der Pass ist, wo ich durchlatsche, wo die durchkommen. Komm da von der Höhe. Ja, hier haben wir neues Erz gefunden, auch gut. Das ist der untere Teil der Karte. Also hier sind wir am unteren Rand angekommen. Meine Güte, haben wir hier viel aufgeräumt in der Kürze der Zeit. Dann macht immer das, der ist zuerst weg. Kriegen wir den weg? Anscheinend nicht. Dass mein ganzer Bildschirm kurz wackelt, wenn Gebäude explodieren. Also ich meine nicht, dass es mich stört, dass da kurz wackelt, aber es ist so ungewohnt, weil das noch nicht in den alten Teilen mit drin war. Und ich bin mir übrigens auch nicht so hundertprozentig sicher, ob die Soundeinstellungen passen. Es kann, dass ich vielleicht nochmal ein bisschen was ändere zu den nächsten Folgen hin. Aber ich sage euch gleich, die Videoeinstellung, da kann ich nicht, also die Lautstärke im Video, da kann ich leider nicht viel dran ändern. Das wird so bleiben, wie es ist. Also greift er meine Basis an? Ja, macht er. Stört mich das? Nein, es stört mich nicht. Perfekt. Dann ihr auf den. Es lautet hier mal die Karte weiter. Haben wir überhaupt noch Gegner auf der Karte oder ist der NPC schon weg? Das sieht mir irgendwie so aus, wie als wäre schon das Einsatzziel erreicht. Ja, Sir. Bestätigt. Bestätigt. Konvoi nähert sich. Einsatzfahrzeug. In Ordnung. Konvoi nähert sich. Ja. Schön, dass er jetzt schon kommt. Wo kommt er denn? Da oben. Ja, Sir. Perfekt. So. Bestätigt. Dann kommst du auch mal noch mit zur 1 und ihr fahrt mal hier hin. Bestätigt. Okay, es war so, wie es aussieht, dringend notwendig, dass der. Bestätigt. Dass die Basis weg ist, weil ansonsten hätte ich das hier überhaupt nicht geschafft. Ja, der wird wahrscheinlich jetzt einmal quer über die Karte hier außen rumfahren und dann in meine Basis. Den dümmsten Weg, den er machen kann, aber. Kann ich nicht verhindern. Ja, man hat definitiv gemerkt, dass ich viel zu viel CMC-Erfahrung schon hatte, wie ich durch diese Mission gerade durchgerusht bin. Das war ja echt schon wieder zu gut. Da, also, wenn sich jetzt einer beschwert, oh, du hast ein bisschen viel Erfahrung gesammelt, bist ein bisschen zu gut, wenn du hier durchrennst. Ja, sorry, es tut mir leid. Kann ich nicht mehr ändern. Aber wir sind ja guter Dinge, dass es nochmal schwer wird. Und vor allen Dingen, dass sich hier noch eine richtig schöne Story aufbaut. Da bin ich ja eigentlich viel gespannter, ob hier noch die Story interessant und geil wird. Ob das einfach nur eine sinnlose Baller-Story wird.
Und bevor wir den Konvoi da unten jetzt rauslassen, gehen wir einmal in die nächste Folge. Und ich bedanke mich soweit fürs Zuschauen. Und lasst noch einen Daumen nach oben. Ich gucke ganz kurz, ob die Soundeinstellungen passen. Lasst noch einen Daumen nach oben und schreibt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß und sag mal zum Schluss. Tschö mit Ö!